Vor kurzem sagte Adele aufgrund der Pandemie ihre Konzertreihe in Las Vegas ab. Ein Insider verrät nun, dass die Sängerin die Show aus einem ganz anderen Grund verschoben habe, der rein gar nichts mit Corona zu tun hat. Die Corona-Krise hat schon vielen KünstlerInnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das schien auch bei Adele, 33, der Fall zu sein. In einem Video verkündete sie mit gebrochener Stimme, dass sie ihre Konzertreihe im legendären Kolosseum des Caesars Palace Hotels in Las Vegas verschieben muss. Unter Tränen erklärte sie, dass Corona die Fertigstellung ihrer Show verhindert habe. Nun zeichnet eine Quelle allerdings ein anderes Bild, Adele soll die Show wegen eines heftigen Streits kurzerhand abgesagt haben. Adele, ist das der wahre Grund für die Absage? Nur einen Tag vor dem geplanten Beginn ihrer Konzertreihe postete die Sängerin die Absage auf ihrem Instagram-Profil. Fans, die teure Tickets ergattert hatten und vielleicht sogar schon in ein Flugzeug gestiegen waren, wurden enttäuscht. Ein Insider offenbart nun gegenüber The Sun, dass es aufgrund von Unstimmigkeiten bezüglich des Bühnenbilds zu der äußerst kurzfristigen Verschiebung gekommen sei. Punkt. Auf der Bühne sei ein Pool aufgebaut worden. Die Absicht sei gewesen, Adele während einiger Nummern mit einem kranähnlichen Mechanismus hochzuheben, um die Illusion zu erzeugen, dass sie auf dem Wasser schwebt. Als sie das fertige Design sah, weigerte sie sich, daran teilzunehmen. Adele beschrieb den Pool als sackartigen, alten Teich und weigerte sich entschieden, sich in die Mitte des Pools zu stellen. So die Quelle, Adele und ihr Team sollen zudem das Soundsystem des Kolosseums bemängelt und gefordert haben, ihr eigenes zu installieren. Das behauptet zumindest Journalist Scott Rubin gegenüber Daily Mail. Auch die Videoleinwand des Konzertsaals sei nicht groß genug, weshalb das Team der britischen Musikerin auf eine neue bestanden habe. We'll be right back.